Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play WarioWare Inc. Mega Minigames oder wie auch immer dieses Spiel jetzt nochmal hieß. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt und schon wieder vergessen. Oder Mega Mania, keine Ahnung. Dr. Krygor, keine Ahnung wie du ausgesprochen wirst, aber mit dem starten wir heute durch. Denn da waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Oh, mein Video ist fertig. Und den werden wir uns heute mal beschäftigen. Und heute gibt es hoffentlich auch wieder neue Minigames, weil es sind jetzt auch wieder neue Charakter. Das heißt, wir können gespannt sein. Ich nehme das im Übrigen alles immer noch am gleichen Tag auf. Das ist unglaublich krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so gerne spielen werde. Aber irgendwie macht Spaß. Positionieren? Was denn? Ich habe gerade nicht damit gerechnet, dass es schon losgeht. Okay, diese Minigames sind komisch. Aber ist in Ordnung. Ja, komm schon, als wenn ich das wüsste. Okay, eine Banane essen. Das kriege ich hin. WTF, was? Warum ist denn hier alles Essen und so? WTF? Hä? Was hätte ich da machen sollen? Hä? Ich weiß nicht mal, was ich hier die ganze Zeit mache, aber irgendwie scheint es ja zu passen. Ich dachte, man hat noch einen Versuch. Okay, das lief scheinbar nicht ganz so gut. Aber ich habe auch vieles einfach nur aufs Reflex gedrückt und weiß auch nicht, was ich richtig und was falsch gemacht habe. Außer die Banane, die ist episch. Der Apfel auch. Kacke, diesmal hat es nicht gepasst. Wie schnell, Gottverdammt, soll man dort sein? Ach, Mano. Das ist einer der schlechtesten Versuche jemals. Was war das denn jetzt für ein Scam? Noch einmal, okay? Na, kann ich euch schon schneiden. Muss ich immer irgendeine Kacke hier öffnen? Och Mann! Ist das ein Scheiß? Geht nicht. Wie schnell soll man da Gottverdammt sein? Diese Spiele machen mir nur Probleme bisher. Das Essen, das ist das Einzige, was ich gut kann. Ich weiß nicht mal, was ich dort machen soll, bei der Kackkatze. Kein Plan, was man bei der Katze machen soll. Auf jeden Fall habe ich mal das Schneiden hinbekommen. Ja, genau. Das ist doch Beschiss. Nicht schon wieder dieses Montieren. Selbst das mit der Katze habe ich gerade hinbekommen. Einfach im richtigen Moment drücken, wenn die Augen zu sind. Sagt sich halt so einfach. Ich denke jedes Mal, man steuert die Kackräder. Aber nee. So ist es nun mal leider nicht.
Reichen zwei. Das hier ist auch nur eine Timingsgeschichte. Das hier ist super schwierig. Ja, komm, ist doch Scam. Boss, okay, danke. Jetzt darf ich nicht spulen. Verteidigen. Was verteidigen? Diese Vase oder was? Hä? Ich hab nicht mal verstanden, was ich verteidigen soll. Ach, die Erde! Ach, sorry. Macht natürlich Sinn irgendwo, aber war halt trotzdem lost. Komm, reicht. Vor allem die Scheiße wird immer kleiner. Hat das noch gezählt? Ja. Alter, das ist gar nicht mal so einfach. Muss ich ehrlich sagen. Wie viele Treffer braucht die Kacke denn? Jetzt. Okay, fand ich aber gar kein so schlechter Boss. Hat seine Schwierigkeit, denke ich, aber kann man gut schaffen. Ja, endlich, ne? Ein gutes Gefühl. Das vielleicht nicht, aber ja. Genau. Ist klar. Er wird von einem kleinen Vogel gerettet, ist ja schön. Wirklich sehr gut. Mein Nini-Tipp war goldrichtig. Okay, ich mach mal kurz einen Cut. Dong Dong haben wir freigeschaltet. Wollen wir das mal versuchen. Sie fragen mich immer, ob ich fertig bin, aber ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt tun soll. Aha. Ich kann hier diese Plattform steuern. Damit kann ich hier diese kartoffelähnlichen Dinger nach drüben schieben und meinen Gegner besiegen. Okay, das habe ich jetzt mal verstanden. Muss aber auch erstmal checken. Mit L und R geht das. Ich spiele jetzt erstmal weiterhin rot. Warum nicht? Gut. Man kann sich so ein bisschen auf diese Streifen verlassen. Beziehungsweise darauf achten. Okay, dann nehmen wir halt das obere, ist auch kein Problem. Ist nicht so gut. Passt. Man muss die Scheiße immer dreimal treffen. Ja, wenn man auf die Streifen guckt, dann geht das wirklich klar. Wir sind Champion. Ganz nett. Wir machen weiter mit Orbulon oder Cat? Nehmen wir Cat. Schloss Nini. Was? Warum? Ist doch kein Schloss. Na gut.
Was ist denn die Definition vom Schloss? Eigentlich ist es schon prächtig. Prinz Nini muss befreit werden. Ich bin dein Prinz, ja? Du meine Prinzessin, oder wie? Fordere mich heraus. Ich mag das irgendwie, dass sie alle so ganz woanders leben. Hat irgendwie was. Ninja, hilf mir. Okay. Damit wird's hier wohl gleich losgehen, ne? Komm her. Ich hab das Zufassen-Game verkackt, als ob. Aber ich habe den Fisch gefangen. Ist ja cool. Klar, der arme Fisch, aber was soll's. Das Anhalten-Game haben wir auch wieder. Also es gibt teilweise neue Games, aber auch immer noch das, was wir schon gesehen haben. Ist auch okay. Hä, wie hätte ich denn das machen sollen? Hätte ich das auffressen müssen? Das sah so gefährlich aus. Nicht sehr gut. Aber was soll ich denn machen? Wie beharrlich. Gut. Ach so, ich hätte noch A drücken müssen. Ach so, ja, wusste ich nicht. Okay, das haben wir auch mal, das Herz gefressen. Gut. Okay, das kriegt man sowieso hin. Aber wo sehe ich denn, wie viele Spiele ich geschafft habe? Das da oben oder was? Das finde ich mittlerweile so schwierig. Das ist weiterhin kein Problem. Ich weiß halt eh nicht, was das bedeutet. Boss oder? Was? Hä? Ja, manches ist so weird. Ernten. Doki Doki Panic oder was? Ja, genau. Okay, da mussten wir dieses Holz wieder wegstoßen. Das Autospiel. Das Autospiel. Okay. Kacke. Das hätten wir auch besser hinkriegen können. Aber ich weiß halt nicht, bei welcher Zahl wir sind. Ich merke mir es halt auch nicht. Okay, die haben wir. Hab trotzdem Angst. Ja, mach. Das finde ich so unfair. Ich weiß doch nicht, wie schnell man da laufen kann.
Ja, fange eine Frucht und ich fange den Diamanten, weil es halt wertvoller ist. Sorry. Schade, jetzt versauen wir alles. Ja, war mal zu langsam. Ach man, ich bin so schlecht in manchen Spielen. Ach komm, ich will es jetzt mal schaffen, einmal hier. Ach, und trotzdem hat es nicht gereicht, dass wir schon perfekt landen hier. Naja, dann ist es so. Mit der scheiß Frucht muss noch kommen. Okay, das habe ich diesmal geschafft. Bis jetzt läuft es ganz nett. Also, mit 3 Bällen mittlerweile. Fruchtfang. KP, was mir das jetzt gebracht hat? Na hä? Was? Nö, das akzeptiere ich nicht. Ich muss den Regenschirm spielen. Ich dachte, die Katze vielleicht. Keine Ahnung. Ja, na klar. Vergraulen. Okay. Ah, cool, dass wir doch nochmal neue Spiele sehen. Nee, ich fange nicht nochmal von vorne an. Sorry. Wenn ich die Schrift lesen könnte, okay, dann wüsste ich wenigstens, ab wann ich euch mitnehmen kann, aber ich habe absolut keine Ahnung, was das alles bedeutet. Einfach aufpassen. Als ob das nicht gepasst hat. Ja, aber wie viele gottverdammte Spiele muss ich hier auch machen? Kommt mir übel viel vor. Ist das jetzt der Boss? Immer mal was anderes. Eine Art Jump'n'Run. Kann man auch mal machen. Finde ich jetzt mal nicht so schlecht. Aber wirkt auf mich auch noch nicht so schwer. Ich weiß nicht, ob es das noch wird, aber ich hoffe auch eigentlich nicht. Ja, jetzt werden die Plattformen kleiner. Ich merke schon. Das war absolut dämlich. Ja, vor allem, weil es hier, weil hier Ende Gelände ist. Das ist definitiv gut machbar. Ich habe mich nur mal wieder angestellt, ne? Aber kennt man ja nicht anders von mir. Wie ausdauernd. Ja, Spulfunktion regelt. Zumindest beim Boss. Na gut, doch manche Missionen habe ich auch gespult. Manche Spiele. Okay, und jetzt? Bin ich das dahinter, oder? Prinz Nini, du hast gewonnen. Beeindruckend. Okay, da lädt wieder so ein neues Minigame. Das werden wir auch gleich noch spielen.
Portal. Auch für zwei Spieler gedacht. Sind die immer für zwei Spieler gedacht, oder? Haha, mit R kann ich springen, okay. Dann macht das auch wieder Sinn. Dann kann man nämlich quasi den Game Boy Advance so in zwei Hände nehmen. Ist eigentlich schon ganz cool gemacht, wenn man nur ein Gerät hat. Man hat sich schon versucht, was zu überlegen. Das befürworte ich schon. Da brauchte man halt wenigstens nicht zwei Geräte, ein Linkkabel und so einen ganzen Scheiß. Man hat schon versucht, so viel mit den GBA zu machen, wie geht. Finde ich deswegen schon nicht schlecht. Klar, ich spiele das halt jetzt alleine, nur um es zu demonstrieren, aber was willst du denn halt auch machen? Geht halt nicht anders. Ich will es euch halt trotzdem gerne zeigen. Ja, ist ganz nett. Okay, im nächsten Part machen wir dann hier mit Orbulon weiter. Vielleicht machen wir das Spiel auch zu Ende, ich weiß es noch nicht. Dann wird das halt ein längerer Part oder so. Dann hätte ich sogar mit den 5 Parts richtig getippt. Danke auf jeden Fall wieder vielmals für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play WarioWare Inc. Mega Minigames oder wie auch immer. Dann habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss, bis dann.